Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Face Noir in einer neuen Folge. Mit mir, dem Gario, mit unserem Del Niro, dem Ermittler und dem kleinen Mädchen, das nichts sagen kann außer Kaka. Ja, wir wollen da hinten immer noch rauskommen, haben uns das letzte Mal eine schöne Brücke gebaut. Nach einiger Verwirrung meinerseits, was die Konstruktion betrifft. Allein die Tür ist immer noch versperrt von diesem blöden Fass. Dann schaue ich mir jetzt mal nach und nach einfach mal wieder alles an. In der Hoffnung, dass ich dann auf die Lösung komme. Was ist denn hier zum Nur Beispiel? Nur ein Haufen Schrott. Ah, okay. Was haben wir hier Schönes? Was auch immer in diesen Fässern aufbewahrt wird, ich bin ziemlich sicher, dass man es nicht mehr verwenden kann. Schade. Na gut. Was ist da? Boote, die zum Glück nie zum Einsatz kommen werden. Das Holz ist schon am Verrotten und die Nägel sind komplett verrostet. Okay. Was ist da hinten? Wenn ich mir den Zustand dieser Brücke so anschaue, scheint die Werft schon seit einer ganzen Weile nicht mehr in Betrieb zu sein. Sag bloß. Wenn ich mir den... Ah ja, es ist das Gleiche. Okay. Was haben wir hier Schönes? Fässer und noch mehr Fässer. Sieht so aus, als gäbe es sonst nichts auf diesem Betriebshof. Irgendwie nicht, nee. Solange dieses Fass dasteht, kriege ich die Tür nicht auf. Okay. Und hochheben, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon rausgefunden, ist nicht. So, dieses Boot hier. Unglaublich, dass dieses Ding immer noch schwimmt. Können wir damit fahren? Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Schade. Na gut. Hier ist auch nichts mehr. Die Dinger da hinten haben wir uns schon überall angeguckt. Neu sind ja eigentlich nur die Fässer. Davon hat er genug. Schauen wir mal. Ich finde, das ergibt keinen Sinn. Okay. Können wir hier irgendwas tun? Das läuft auf jeden Fall schon mal hin. Das ist schön. Vielleicht könnte einer dieser Nägel nützlich sein. Okay. Ich kriege den Nagel nicht raus. Schade. Und der hier? Ha! Der lässt sich... Haha! Wir haben einen Nagel. Der Rost scheint ihn noch nicht völlig zerfressen zu haben. Sieht immer noch brauchbar aus. Alter, wie dick ist denn bitte die Wand von dem blöden Schiff? Dass der, so dermaßen lang sein kann. Ich kriege den Nagel nicht raus. Schade, und der hier oben? Ich kriege den Nagel nicht raus. Ha. Ich kriege den Nagel nicht raus. Ha. Anscheinend ist das der einzige Nagel, den wir kriegen. Ich kriege... Okay, ist ja recht. Dann raus hier bitte. Ist die Frage, was können wir jetzt mit dem Nagel anfangen? Damit ist dort. Was kannst du mir zu dem Nagel erzählen? Ein halb verrosteter, aber durchaus noch brauchbarer Nagel. Okay. Komme ich da irgendwie mit raus? Da gibt's ja eigentlich nichts zu nageln, ne? Wenn ich ein Loch unten reinmache, kann ich es ausleeren. Stimmt, ja. Wenn es erstmal leer ist, sollte ich es eigentlich problemlos bewegen können. Gut, dass er so schlau ist und nicht ich so schlau sein muss. Haha. Gut, jetzt kann ich endlich diese verdammte Werft verlassen. Wunderschön, dann tut mir das doch. Gut, willst du das Mädchen nicht mitnehmen? John. Oh, du hier? Wohin gehen? Kein spezielles Ziel. Mach den Motor an. Wir müssen schnell hier weg. Schnell? Was passiert sein? Du wieder in Schwierigkeiten? Genug gefragt. Bereite dich aufs Losfahren vor. Ich muss noch schnell was vom Hof holen und wir machen uns auf den Weg. Mir nicht gefallen. Du gehen zu Hafen ohne Mädchen und jetzt Mädchen in meine Taxi. Das ist nicht dein Taxi. Oh,
du immerzu Haare spalten. Aber egal. Ist nicht normal. Das finden Mädchen in Hafen. Im Hafen, es gibt Fisch, Boot, Stadtstreicher. Nicht Mädchen. Im Hafen findet man alles, was übrig geblieben ist. Bis jetzt habe ich eine Leiche und ein Mädchen gefunden. Vielleicht hatte jemand anders ja mehr Glück. Du musst zur Polizei. Ich nicht will beschuldigt werden für Entführung. Wegen dir. Vergiss die Polizei und fahr. Ach, nutzlos mit dir zu sprechen. Das habe ich schon öfter gehört. Aber die Leute probieren es immer wieder. Und du mir immer noch nicht sagen, wohin fahren. Jemand sucht nach diesem Mädchen. Und das sieht so aus, als würden sie dafür alles riskieren. Sie mit nach Hause zu nehmen, wäre dumm. Man braucht wirklich nur ein halbes Hirn und ein Telefonbuch, um rauszufinden, wo ich wohne. Darum brauche ich einen sicheren Ort. John, du wartest hier und passt auf die Kleine auf. Jetzt, ich bin auch Babyaufpasser, oder wie? Klar, du kannst schon mal für die Zukunft üben, wenn du selbst Kinder hast. Ich schon habe Kinder, aber weit weg sind. Du hast sie in China zurückgelassen. Nein, in Detroit. Sie haben chinesisch Restaurant. Haben faire Preis, auch. Sicher. Jetzt pass auf die Kleine auf, okay? Okay. Und wir gehen mal wieder einen trinken, oder was? Können wir hier was Neues angucken? Oh, hier. Hier drinnen ist es ganz dunkel. Krass. Sag bloß. Hier auch. Hier drinnen ist es ganz dunkel. Nice. Und hier? Hier drinnen ist es ganz dunkel. Und lass mich raten, da auch. Hier drinnen ist es ganz dunkel. Das ist sehr schön, da können wir Filme entwickeln. Geht's da hin? Nein, ich vertraue John nicht genug, um ihn mit dem Mädchen allein zu lassen. Aha, und was haben wir hier schon? Das ist der Eingangsbereich des Gebäudes. Dann gehen wir doch. Ich kenne niemanden von den Leuten, die hier wohnen. Und ich habe auch kein Interesse, neue Leute kennenzulernen. Ach, schade. Bist du doch nicht so sozial veranlagt. Die rote Tulpe. Hier komme ich meistens auf die besten Ideen. Woher kommen wir? Wo wollen wir hin? Alle Antworten finden sich am Boden eines Glas Whisky. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch hier, nicht wegen dem Mädchen. Ich bin böse. Wählen Sie Weston zum Bürgermeister von New York und Sie wählen Freiheit. Freiheit. Scheint so, als sei das Wort keinen Pfifferling mehr wert. Apropos, Ich habe gestern im Kino Der Joker gesehen. Der Film von 2019, falls jetzt in ein paar Jahren noch mehr Filme mit dem Titel rauskommen. Und ich muss sagen, hat mich anfangs sehr stark an Face Noir erinnert. Gerade was die Musik betrifft. Ich spoilere jetzt nicht die Story, sondern nur die Musik. Also bei der Musik wird weniger wie hier, also auf eher so Jazz gesetzt, sondern eher auf so dunkle Kontrabasstöne. Und die so ein bisschen auch die bedrückende Großstadt so zeigen. Ne? Und das hat eine ganz ähnliche Stimmung verursacht, also gerade am Anfang des Films, später verlagert sich das auf andere Geschichten. Aber so anfangs ist es auch so der Ausdruck einer Stadt, wo eigentlich das Individuum sehr, sehr anonym ist und sehr, sehr alleingelassen auch ist. Gerade die Arbeiterschicht hat man, glaube ich, sehr, sehr gut eingefangen teilweise mit den Bildern, die im Film gezeigt wurden. Und es hat mich anfangs sehr, sehr stark an Face Noir erinnert, weil es ja in den 30er Jahren spielt, wo es anscheinend auch die Phase gab, wo es eine große Depressionswelle eigentlich gab in New York und so. Ne? Jeder hat so seinen Alltag und kommt nicht raus und das ist irgendwie alles scheiße. Und hat mich sehr, sehr stark an Face Noir erinnert. Gut, gerade eben ist es ja eigentlich relativ harmlos, dieses Bild, das ihr jetzt gerade nicht seht. Ne? Regnet zwar so ein bisschen, aber ansonsten ist ganz nett. Ne? Da ist eine Straße, aber
Ich finde, dieses Spiel hatte schon seine drückenden Momente und deswegen hat mich gestern der Film auch teilweise daran erinnert. So. Müll. Krass. Hättest du es nicht gesagt, ich wäre nicht drauf gekommen. Nein, ich vertraue John nicht genug. Okay, deswegen gehst du in die Kneipe. Greta! Gretas Laden ist geschlossen. So was Blödes aber auch. Verdammt, Greta, wo bist du? Wer ist da? Greta, ich bin es, Jack. Jack, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ich weiß, Greta, aber ich brauche deine Hilfe. Kannst du dich nicht entscheiden, mit welcher Marke Whisky du dir die Lichter ausschießen willst? Vergiss den Alkohol, mach die Tür auf. Erst sagst du mir, was du hier mitten in der Nacht treibst. Mach auf und ich sag's dir. Die Tür bleibt zu, bis du mir einen wirklich guten Grund gibst, sie zu öffnen. Du, du, da, da. Was war das für ein Geräusch? Der Grund für meine nächtliche Störung. Das war doch ein Kind. Was ist hier los? In was für eine Geschichte bist du jetzt wieder reingeraten? Lass mich rein und ich erzähl dir die ganze Geschichte. Während ich die ganze Chose erzähle, versorgt Greta meine geplatzte Lippe. Der Affe am Hafen hat mir fast den Kiefer rausgedroschen. Ich erzähle ihr von Sean, dem Mädchen und warum ich hergekommen war. Nachdem ich sie überzeugt habe, stimmt sie zu, sich um das Mädchen zu kümmern. Als sie damit fertig ist, meine Wunde zu reinigen, bringt sie das Mädchen nach oben und lässt freundlicherweise eine Flasche Whisky auf dem Tisch stehen. Ungeachtet dessen, dass meine Lippe wieder anfangen könnte zu bluten, schütte ich ein paar Gläser herunter. Ich muss mich entspannen und nichts entspannt mich besser als ein guter Whisky. Komm schon. Wach auf. Wir müssen an Bord gehen. Schiff. Stimmt. Wir müssen ein Schiff erwischen. Ein Zeitsprung. Und wen spiele ich jetzt? Wer bin ich? Das ist nicht Jack. Okay, eine Knarre. Mit Schalldämpfer. Die leiseste Methode, um bestimmte Geschäfte zu erledigen. Aha, ein Revolver mit Schalldämpfer, okay. $50. Rye Whiskey, meine tägliche Dosis Glückseligkeit. Ah, wir spielen Sean. Saint-Marie. Das ist das Einzige, was ich hier auf der Serviette lesen kann. Den Rest kann ich nicht entziffern. D. Irgendwas steht noch drauf. Was haben wir hier Schönes? John Ford, geboren 1898 in Portland. Das merke ich mir besser. Das wird für eine lange Zeit meine neue Identität sein. Warte mal. John Ford. Sean hat also versucht, unsichtbar zu werden, indem er eine neue Identität annimmt. Interessant. Der wollte untertauchen. Gut, dann schließen wir das Inventar wieder. Ich denke, die Erkenntnisse, die wir so ein bisschen gewonnen haben, das heißt jetzt, wie man aus der Werft rauskommt, beziehungsweise auch zu dem Mädchen, sei jetzt erstmal genug dafür. Ich denke, das Mädchen ist in Sicherheit und wir spielen jetzt die Episode, wie Sean letztendlich erschossen wurde. Und haben damit wahrscheinlich Jack etwas voraus, weil wir wahrscheinlich vielleicht sogar einen Blick auf den Mörder erhaschen. Ich würde aber sagen, das ist ein wunderbarer Punkt, um die Folge zu beenden. Wir sind bereits bei 14 Minuten. Das ist, denke ich, für die heutige Folge in Ordnung. Und das ist ein guter Zeitpunkt zu cutten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.